Oh, du kleiner Augustin. Alles ist hin. Was? Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder ein neues Video für euch. Heute gibt es endlich wieder ein BFF-Battle. Wir battlen uns. Wer ist besser? Wie immer ich. Hey, du gewinnst gar nicht. Beim hässlichsten Kuchen habe natürlich ich gewonnen. Kennt ihr das Video schon? Wenn nicht, wir verlinken es hier und hier. Das ist eine Streitfrage. Wir können sie heute wieder von vorne testen. Wie ihr vielleicht schon im Titel gelesen habt, wir machen heute Schokoriegel selbst. Ist das nicht cool? Haben wir eigentlich immer nur BFF-Battles mit Essen? Essen ist unser Leben. Wir sind Vickys und Sarinas Schokoladenfabrik. Mega cool. Und am Ende stellen wir euch unsere fertigen Riegel vor und ihr dürft in den Kommentaren entscheiden, welche Riegel besser geworden sind. Wenn ihr für mich seid, schreibt einfach in die Kommentare Hashtag Team Vicky. Und wenn ihr für meine Kreation an wunderbaren Schokoriegeln seid, dann Hashtag Team Sarina. Aber das ist nicht das Einzige, was ihr in die Kommentare schreiben sollt. Ich habe jetzt hier eine wichtige Frage an euch. Bitte schaltet eure wunderschönen Gehirne ein. Gehirne sind doch nicht schön. Köpfchen? Ja, eure wunderschönen Köpfchen. Bitte einmal andrehen, anschließen. Ich würde gerne einen XL-Schokoriegel oder irgendeine Süßigkeit machen. Wir haben ja schon mal so einen Cookie gemacht. Was haben wir noch gemacht? Eine Schokoladentafel. Aber diesmal möchten wir gerne sowas machen wie Kinder Bueno, Kinderriegel, Rittersport, Twix. Irgendwas in XXXL. Aber was? Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr das in einem unserer nächsten Videos sehen wollt. Und schreibt uns eure Vorschläge in die Kommentare. Jetzt machen wir mal normal große Schokoriegel. Aber ganz fantastische, kreative, neuartige. Hör auf zu labern, ich fang an. Das hier ist das Ding, das wir auf Amazon entdeckt haben. Es ist ein Herstellungskit für Schokoriegel. Wie lecker sieht der schon mal aus mit flüssigem Karamell drin. Aber ich finde, die sehen alle richtig cool aus. Hier drin sind verschiedene Förmchen. Guck mal, hier mit so Unterteilungen. Das ist so ein Aufsatz oder so. Ah, das sieht auch sehr cool aus. Da kann man bestimmt Schokolade so verzieren oder pumpen. Und noch eine Form. Aber Leute, das Highlight ist ja mal wohl das. Das sind Schokoladenriegelverpackungen. Damit werden die Schokoriegel dann zu einem richtigen Schokoriegel. Oh, sogar mit Beschriften. Und was ist das hier? Auch noch so Förmchen, denke ich. Wir machen Eigenkreationen und dafür waren wir schon einkaufen. Schokolade, Nüsse, Bananenchips und guckt mal, Salz, Brezen. Alles mit dabei. Und jetzt noch Gummibärchen. Ja. Haben wir alles dabei in klein. Jetzt werden erstmal unsere Zutaten vorbereitet. Wir haben Schalen hergerichtet und da kommt alles rein, was wir zur Auswahl haben. Oh. Ja, ein bisschen zu viel, aber okay. Leute, hier ist die Schokoladenfabrik. Ich habe hier drei Töpfe, wo ich drei verschiedene Sorten Schokoladen gleich schmelzen werde. Hier oben kommt die weiße rein. Hier in das größte kommt die dunkle rein. Ja, die dunkle ist die beste. Sarina ist so ein Freak, die mag dunkle Schokolade am liebsten. Verstehe ich gar nicht. Und hier drüben, in diesem Topf, der wird auch schon heiß gemacht, Vollmilchschokolade rein. Raus da. Und jetzt überwache ich diese drei Schokoladenstationen mit vollster Vorsicht. Denn die Schokolade ist das Wichtigste für unsere Schokoriegel gleich. Ich fülle sie mal in diesen Plopper ein. Alle fragen sich nun, ist Sarina geschrumpft? Nein, wir haben nur die Stühle getauscht. Was nehme ich mir? Ich nehme mal das. Kann ich denn das andere? Kann man das hier dazu? Die Zauberei beginnt. Meine unterste Schicht wird weiße Schokolade. Guckt mal, hier sind ja so diese durchsichtigen Dinger. Und ich habe mittlerweile herausgefunden, wofür die sind. Man macht hier so rein, was man haben will. Und dann kommt das hier drauf. Wow, das sieht so gut aus. Ist in weißer Schokolade Kakao? Ja, weißer Kakao von weißen Kühen. Von Kühen, ja genau. Kakao kommt von Kühen. Das ist die erste Unterrichtsstunde heute mit Sarina. Kennt ihr lila Kakao? Nö, weil es gibt keine lila Kühe in echt. Ha, das sieht schon ganz fantastisch aus. Ihr zwei wartet hier auf uns. Bis gleich. Ich mache jetzt mal hier den Test. Den sollte jeder gute Schokoladier machen, bevor er einen neuen Schokoriegel erfindet. Ob die Komponenten gemeinsam mit Schokolade gut schmecken. Teste ich mal hier einen Bananenchip in dunkler Schokolade. Da ist
nehme ich in mein Sortiment auf. Mhm. Du musst es kosten. Mit dunkler. So lecker. Mmh. Hä, was ist das? Du kannst dir eine Oberfläche von deinem Riegel aussuchen. Hä, das... Das, was du haben willst, muss hier jetzt sein. Das willst du haben, eine Schnitte? Ja, eine Schnitte. Du Schnitte. Ich bin noch in der Testphase. Salzbrezze in Milchschokolade. Mmh, lecker. Wow, das ist so gut. Bitte ein paar Nüsse. Und eine Rosine. Auch super. Und jetzt die Gummibärchen. Nö. Gummibärchen mit weißer Schokolade. So schmecken sie besser. Waffeldinger. Ich nenne das Video um. Es ist jetzt ein Schokofondue. Das haben wir aber schon gemacht. Das darfst du jetzt nicht jede Woche machen. Oh, das war lecker. Hier. Ist es fertig? Ich glaube schon. Wir hatten es jetzt im Tiefkühler. Oh Mann. Jetzt geht's nicht mehr raus. Ich glaube, man muss da vorsichtig vorgehen. Ich bin etwas nervös. Hä? Das ist voll fest. Das ist eingefroren. Ja, vielleicht sollen wir es doch nicht in den Tiefkühler tun. Yes. Wow, guckt mal. Crazy. Jetzt kann ich es befüllen. Was soll ich reinmachen? Ah, ich weiß. Ich mache die da rein. Crazy. So von seitlich wegziehen, so ein bisschen. Wow, wie wunderschön der aussieht. Soll ich ihn durchschneiden? Ja. Ein bisschen gefroren. Aber irgendwie sieht der richtig cool aus. Da sind Crisps drin. Das sieht aus wie ein Kinderriegel, nur umgedreht. Ja, stimmt. Kinderriegel Reloaded von Sarina. Kost das mal. Ich probier auch. Oh, lecker mit Crispy. Mmh, mega gut. Leute, ich habe so eine Packung Nuss-Nougat gekauft. Ich liebe Nougat. Wenn ich schon meinen eigenen Schokoriegel kreieren kann, dann muss er mit Nougat sein. Wow, das ist voll fancy verpackt. Hallo Nougat. Ist er schon ganz fertig? Der ist noch flüssig. Was ist hier los? Oh oh, fail. Einmal wieder einpacken. Wieder zurück in den Kühlschrank damit. Aber hier, das ist das Nougat. Das ist schon hart. Aber scheinbar die Schokolade noch nicht. Kannst du das auch mitnehmen? Du bist so faul. Nur essen und von mir die Sachen tragen lassen. Sollen wir es ins Gefrierfach? Sollen wir es ins Gefrierfach tun? Wir machen das mal hier kurz zu einer Schoko-Fondue-Party. Seid ihr auch so, wenn euch langweilig ist, weil wir ja warten müssen, bis die Schoko im Kühlschrank fertig ist, dann muss man naschen. Langeweile naschen. Wer ist neidisch? Ich habe hier so ein Waffelchen zerschnitten. Das kommt bei mir auf jeden Fall rein. Cool. Und dann mache ich noch, ich weiß es noch nicht. Smarties dazu. Ich glaube, das sind zu viele. Oh, das geht. Das ist mein zweites Kunstwerk. Haltet euch fest, haltet euch fest. Action, Power, los geht's, raus da. Warum lösen die sich dann so schlecht? Er löst sich schon, nur hier hinten ist noch ein Stück. Bang. Oh, wie schön der wieder glänzt. Soll ich ihn anschneiden? Ist da was drin? Ja, hier ist was drin. Oh, cool. Eine Waffel und Smarties. Ich raste aus. Da sind einfach mal die krassesten Vorschläge drin. So mit Früchten oder Tiramisu mit Kaffee oder so, keine Ahnung. Mit Salzbrezel, also so sweet and salty. Guck mal, das hier, das ist mit Jelly Beans. Oh, crazy. Gerösteter Sesam. Das hier ist mit Nutella gefüllt. Das müssen wir auch machen, oha. Nutella! Oh, bloß nicht zu wenig. Das wird bestimmt der krasseste Riegel von allen, ich sag's dir. Hier, bitteschön. Das Ganze wird versiegelt mit einer letzten Schicht weiße Schokolade. Das ist mein Traumberuf, Leute. Schokoladenriegelproduktionsleiter. Schokoladier. Bis gleich, kleiner Mann. Es ist soweit. Der Nutella Riegel. Riegel, der Nutella Riegel. Der International Riegel from Nutella. Wow! Wo ist das Nutella? Haltet euch fest, ich werde ihn jetzt brechen, okay? Ich glaub's nicht. Das ist Perfektion, Leute. Der Test vom absoluten Spezialisten und Experten, Victoria. Die Konsistenz ist schon mal ausgezeichnet. Innen flüssiger Kern, außen zart schmelzen. Ist das so? Ja. Wow, Leute, das ist eine Schoko-Explosion. Das ist nichts für schwache Nerven. Krass.
Schaut mal, wir haben noch Pralinenförmchen gefunden. Und zwar so langweilig, während wir warten, während alles im Kühlschrank ist. Und jetzt machen wir hier drin herzförmige Pralinen. Cool, oder? Oben sind deine, unten sind meine. Sarina. Hä? Was ist das? Eine 3D-Praline. Das hier ist von mir, das ist die Special-Überraschung in der Mitte. Da ist ein Gummibärchen drin. Und hier sind scheinbar Smarties drin. Nein, das weiß noch keiner. Ach so. Die sollten auch schon fertig sein. Und das sind unsere Pralinen. Ja, es sieht nach Kunst aus, würde ich sagen. So richtig hübsch sind sie nicht geworden. Hauptsache, sie schmecken. Und mein Favorit ist auf jeden Fall diese hier, Leute. Es ist soweit. Die Brezeln sind am Start. Das hier unten ist jetzt schon getrocknete Schokolade aus dem Kühlschrank. Da mache ich jetzt noch ein bisschen weiße Schokolade dazu. Meine Damen und Herren, zu Ihrer Linken sehen Sie die Kreationen von Sarina. Das bin ich. Auf der rechten Seite sehen Sie die Kreationen von Vicky. Das ist sie. Und ihr müsst jetzt abstimmen. Lecker sind alle. Vergesst auf gar keinen Fall in die Kommentare zu schreiben, in welchem Team ihr seid, wer die besseren Schokoriegel gemacht hat. Und was sollen wir in XXL machen? Eure Vorschläge jetzt in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.